Hi Leute, ich bin Lukas, aka Mr. Lux und ich programmiere ein Spiel. Herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video. Was heute so kommt, ihr habt schon im Titel gelesen, das wurde mit Abstand am meisten von euch kommentiert. Auf TikTok, Instagram, hier auf YouTube, auf Discord, überall. Nämlich Skins. Ich dachte ja, Skins wären jetzt nicht so wichtig, aber das wollten wirklich so viele von euch. Deswegen gibt es jetzt einen neuen Skin. Was das für ein Skin ist und auch was an dem so besonders ist, erfahrt ihr in diesem Video. Außerdem gibt es auch ein neues Monster und viele coole weitere Sachen, die ich euch heute zeigen will. Falls ihr euch für Spielentwicklung interessiert und nicht verpassen wollt, wenn mein Spiel rauskommt am 17.07., könnt ihr mich gerne hier abonnieren und die Glocke aktivieren. Ansonsten geht es los mit dem Video. Viel Spaß! Nummer 1, es gibt eine Anzeige für die Münzen, wie in jedem anderen Spiel auch, da wird einfach angezeigt, wie viele Münzen man hat. Mit den Münzen kann man sich dann die verschiedensten Sachen kaufen, das werdet ihr dann auch gleich noch sehen. So, die nächste Sache ist auch sehr wichtig, bisher konnte man ja unendlich viele Bomben und Minen legen, das darf im fertigen Spiel aber natürlich nicht so sein. Deswegen sind die Bomben und Minen jetzt limitiert, ich habe jetzt hier zum Beispiel 3 Bomben und 2 Minen in meinem Inventar und wenn ich die verbraucht habe, dann kann ich halt auch einfach keine mehr legen und kann mich nur noch mit dem Schwert verteidigen. Bomben und Minen kann man sich entweder mit Münzen kaufen oder sie werden von Monstern gedroppt und ein paar andere Ideen habe ich auch noch, aber muss ich mir noch überlegen. So sieht ein Bomben-Item aus, das ich einsammeln kann, also das explodiert nicht. Das gleiche gibt es auch für Minen und wenn ich das einsammle, dann sehe ich einfach, okay, jetzt habe ich wieder eine neue Bombe und eine neue Mine in meinem Inventar, die ich dann legen kann, wenn ich will. Das gleiche gibt es jetzt auch für Tränke. Bisher war es jetzt so, wenn man einen Trank eingesammelt hat, dass der sofort aktiviert wurde. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Man kann jetzt ganz entspannt einen Trank einsammeln, dann sieht man den hier oben in seinem Inventar. Und wenn man ihn dann braucht, kann man ihn eben trinken. Und damit kommen wir schon zur nächsten Änderung. Falls ihr im letzten Livestream dabei wart, wisst ihr es schon. Livestream immer Mittwoch um 19 Uhr. Wenn man jetzt einen Trank trinkt, verfärbt sich der Spieler, solange wie der Trank wirkt. Bei verschiedenen Tränken sind das verschiedene Farben. Und zusätzlich gibt es hier auch nochmal eine Anzeige, wo man sieht, wie lange der Trank noch hält. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Stärketrank getrunken hat, dann kann man jetzt entscheiden, okay, lohnt es sich noch, den Gegner anzugreifen oder sollte ich lieber weglaufen? Also, dass man ein bisschen strategisch vorgehen kann, sozusagen. Dann habe ich nochmal die künstliche Intelligenz der Spinnen verbessert. Bisher sind die sehr oft gegen die Wand gelaufen, das machen die jetzt nicht mehr. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, es gibt noch ein paar Bugs, zum Beispiel verhaken sich die Spinnen teilweise, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser. Kommen wir dann zum ersten Highlight heute, würde ich sagen. Es gibt ja viele coole neue Sachen in dieser Folge, aber ich habe ja gesagt, es gibt ein neues Monster und zwar gibt es jetzt Zombies. So sehen die aus und sie verhalten sich auch wie Zombies, also sie verfolgen einen und wenn man ihnen zu nahe kommt, greifen sie einen natürlich auch an. Weitere Monster, die ich bisher geplant habe, sind Mumien und Schleimmonster, aber ich muss auch erstmal noch die Spinnen- und Skelettmonster fertig machen. Außerdem gibt es jetzt viele neue Sounds in Pixel Legends, weil Sounds finde ich persönlich einfach sehr wichtig. Es gibt jetzt einen Sound, wenn man Items einsammelt, wenn man Tränke trinkt, wenn ein Pfeil in der Wand stecken bleibt, wenn man eine Bombe oder Mine legt und in Zukunft werden dann noch viele Sounds dazu kommen. Und dann noch zwei kleine Sachen und zwar habe ich einen Damage Counter hinzugefügt. Da sieht man einfach, wie viele Leben man den Monstern abzieht und die Loot Items, die die Monster droppen, verschwinden jetzt automatisch nach 10 Sekunden, wenn man sie nicht einsammelt. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Highlight, nämlich Skins. Wie gesagt, ich habe unzählige Kommentare bekommen, dass ich das hinzufügen soll. Deswegen gibt es das jetzt hier im Hauptmenü, kann man jetzt seinen Skin auswählen, beziehungsweise seinen Spieler. Einmal den, den ihr schon kennt. Ich habe den jetzt Lukas genannt, weil der ein bisschen aussieht wie ich irgendwie, von der Haarfarbe und Augenfarbe. Und es gibt jetzt einen neuen Skin, der heißt Leon. Außerdem ist es jetzt nicht mehr so, dass jeder Skin einfach alle Waffen verwenden kann, sondern jeder Skin hat nur eine Waffe. Der Lukas-Skin hat das Schwert, das kennt ihr schon, und der Leon-Skin hat Magie. Jetzt zeige ich euch aber mal, wie der Magier-Skin aussieht, wenn man den verwendet. Und zwar habe ich jetzt hier kein Schwert als Waffe, sondern Magie. Das ist einfach so ein Ball, den ich abfeuern kann. Das muss ich mir aber noch zu Ende überlegen. Ich hatte auch die Idee, dass man zum Beispiel Blitze schießen kann. Aber ja, die Waffe darf natürlich nicht zu stark sein. Für Skins habe ich auch noch richtig viele Ideen, zum Beispiel ein Ninja-Skin, ein weiblicher Skin, ein Samurai-Skin, ein Skin mit Bumerang und so weiter. Falls ihr eine Idee habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich lese jeden einzelnen Kommentar und viele Ideen aus den Kommentaren habe ich ja auch schon übernommen.
Wenn ihr mich und mein Spiel unterstützen wollt, teilt dieses Video gerne mit euren Freunden, Verwandten oder irgendwelchen Leuten, die das auf jeden Fall interessieren könnte. Würde mich freuen. Außerdem, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine weiteren Videos oder Livestreams. Neue Videos kommen immer am Sonntag um 12 Uhr und Livestreams immer am Mittwoch um 19 Uhr. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer Mr. Lux. Ciao.